herzlich willkommen zur virtuellen Preisverleihung im Projekt Meine Zeitung. Frankfurter Schüler lesen die FAZ. In diesem Video werdet ihr erfahren, welche Langzeitarbeiten gewonnen haben. 80 wurden eingereicht. Darüber haben wir uns wirklich sehr gefreut. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen. In den nächsten Minuten werdet ihr die Jury kennenlernen. Mich kennt ihr ja jetzt schon. Die anderen Jurymitglieder werden euch die diesjährigen Preisträgerarbeiten vorstellen. Liebe Schülerinnen und Schüler, im Namen der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Teilnahme am Projekt Meine Zeitung, Frankfurter Schüler lesen die FAZ. Es ist ein Projekt, das die Verbindung von Allgemeinwissen, von Weltwissen, wie man es aus der Zeitung, aus einer guten Tageszeitung ja auch bekommen kann, mit Sprachwissen kombiniert. Denn wenn ihr euch jetzt einige Wochen lang mit der FAZ als praktisch Schulbuch beschäftigt habt, dann habt ihr darin ja auch eine ganze Menge von neuen Themen, von Alltagsthemen, von politischen Themen, von gesellschaftlichen Themen bearbeitet. Ihr habt euch mit einer anspruchsvollen Sprache beschäftigt. Das ist die Sprache der FAZ, ist nicht einfach. Und ihr habt also auch teilweise Glossare angelegt, ihr habt euch mit neuen Wörtern beschäftigt. Ihr habt also einen neuen Eindruck vom Weltwissen gewonnen und gleichzeitig aber auch Sprachwissen dazu gewonnen. Das ist das, was wir an der Stiftung Polytechnische Gesellschaft besonders interessant an diesem Projekt finden, die Kombination von Allgemeinwissen und sprachlichem Wissen. Denn die Wörter erschließen uns ja schließlich die Welt. Wenn wir die Wörter nicht kennen, dann kennen wir ja auch die Sachverhalte nicht. Und je mehr Wörter wir kennen, desto besser können wir uns in neue Sachverhalte hineinarbeiten. Und wir sind immer wieder begeistert von den vielen Langzeitarbeiten, die wir bekommen haben, auch diesmal wieder einen großen Glückwunsch und großen Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. Aber auch überhaupt, ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil mein Sohn das Projekt auch mal gemacht hat mit mir zusammen, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn man die Artikel sammelt, sie kommentiert, sich mit der Sprache beschäftigt. Das habt ihr alle getan und deshalb herzlichen Dank nochmal und einen großen Glückwunsch zum Ende dieses Projekts von Seiten der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin zum ersten Mal in der Jury dabei und ich muss sagen, ihr habt mich beeindruckt. Es ist unglaublich, was ihr in den vergangenen Wochen geleistet habt, denn Zeitung lesen ist ja gar nicht immer so einfach. Man muss sich ganz schön konzentrieren, sehr viel Zeit nehmen, sich auf die Themen wirklich einlassen. Ihr habt das getan und ihr habt euch dabei zwei besondere Themen rausgepickt, die häufiger vorkommen als andere. Da ist zum einen Corona, die Berichterstattung der FAZ über die Corona-Pandemie und zum anderen natürlich, wie sollte es anders sein, das Thema Klima, Klimawandel, das uns ja auch nach Corona nicht loslässt und irgendwie ist beides ja auch ein wenig miteinander verknüpft. Allerdings gibt es so viele unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema, dass es mir beim Lesen nicht langweilig geworden ist, weil ihr alle sehr kreative Ansätze gefunden habt, euch auf die Themen einzulassen und eigene Reflexionen daraus abzuleiten. Und gerade diese eigenen Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt, macht es dann wirklich spannend, diese Arbeiten zu lesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Zeitunglesen nach diesem Projekt weniger als Mühe, denn als Bereicherung empfinden würdet. Und natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Digitalen, im Netz eigentlich viel besser. Herzlich willkommen. So, und jetzt schauen wir uns die Gewinnerinnen und Gewinner dieses Jahres an. Wir beginnen mit den Nominierungen. Diese Arbeiten haben zwar keinen Preis gewonnen, aber der Jury auch besonders gut gefallen und deswegen möchten wir sie gerne in diesem Video auch nennen. In der Kategorie 6. und 7. Klasse ist das Leon Schenderlein, Bauern und ihre aktuelle wirtschaftliche Lage. Carla Schön mit dem Titel 75. Jahrestag, Befreiung von Auschwitz, Gedenken, Berichte von Überlebenden, Antisemitismus und jüdisches Leben heute. Anton Hägele, Technik, Erfindung und Ideen.
Nominiert in der Kategorie 8. bis 10. Klasse sind Sophia Riemann mit dem Titel Feuilleton. Lotta Rosenfeld, Nachhaltige Mobilität. Thomas Banides, Börse in Zeiten des Coronavirus. Seiner KK, Lesetagebuch. Melissa Özcan, Corona. Ihr habt alle beeindruckende Arbeiten erstellt, die wir wirklich gerne gelesen haben. Und jetzt seid gespannt, wer gewonnen hat. Ich beginne mit dem dritten Preis. Der dritte Preis in dieser Kategorie geht an eine Arbeit, die sich mit dem Thema globale Erwärmung beschäftigt. Die Schülerin fragt sich, was jeder Einzelne tun kann, um CO2-Emissionen zu verringern, und hat neben einem Dossier mit Zeitungsartikeln ein interaktives Spiel entwickelt. Die Schülerin geht in die französische Schule, in das Lycée Français Victor Hugo, und besucht dort die Klasse 7.1. Der Titel ihrer Arbeit lautet »Die Mobilität erfindet sich neu«. Gewinnerin des dritten Preises ist Julia van Krijfeld. Neben meiner Langzeitarbeit hatte ich die Idee, noch ein Spiel zu machen. Also habe ich meinen alten Elektro geholt, um ihn umgestalten in ein CO2-Spiel. Das Urteil der Jury lautet, das Thema ist originell umgesetzt. Die Schülerin taucht tief in das Thema ein und macht sich auch eigene Gedanken zur Verkehrswende. Eine fundierte und kreative Arbeit. Ich komme zum zweiten Preis. Der zweite Preis in der Kategorie der Klassen 6 und 7 geht an eine Arbeit zum Thema Religion. Die Preisträgerin besucht die Klasse 7b auf dem Heinrich-von-Gagern-Gymnasium. Ihr Titel lautet, wie berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung über religiöse Themen? Gewinnerin des zweiten Preises in dieser Kategorie ist Sophie Peter. Das Urteil der Jury, die Schülerin hat ein ausgefallenes und originelles Thema gewählt. Sie setzt sich strukturiert mit den Artikeln auseinander und begründet überzeugend ihre Meinung. Die Arbeit ist kreativ und sehr sauber gestaltet. Besonders schön sind die eigenen Zeichnungen. Ich komme zum ersten Preis. Mit dem ersten Preis in der Kategorie der Klassen 6 und 7 wird eine Arbeit zu dem aktuellen Thema Corona ausgezeichnet. Der Schüler möchte mehr über die Hintergründe dieses Themas erfahren und stellt sich auf über 100 Seiten in seiner Langzeitarbeit die Frage Pest, die Rückkehr. Der Schüler besucht das Heinrich-von-Gagern-Gymnasium und geht dort in die Klasse 6b. Es ist Jonathan Luttmar. Herzlichen Glückwunsch. Das Urteil der Jury lautet, eine brillante, sehr vielfältige und kreative Arbeit. Besonders überzeugend ist die umfangreiche Auswertung der Artikel, die hohe Eigenleistung und die persönliche Reflexion, übrigens mit einem tollen Schlussfazit. Willkommen zum dritten Platz in der Kategorie 8. bis 10. Klasse. Ausgezeichnet wird eine Arbeit, die sich wie so viele Arbeiten von Schülerinnen und Schülern in diesem Wettbewerb mit dem Thema Corona beschäftigt. Die Schülerin, um die es hier geht, möchte mehr über das Thema lernen, macht sich aber auch Gedanken über die Berichterstattung zu Corona in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Preisträgerin besucht die Klasse 9a am Adorno-Gymnasium. Der Titel ihrer Arbeit ist Corona,
Panikmache oder Gefahr. Und den dritten Preis gewonnen hat Eleni Saropoulos. Das Urteil der Jury. Die Arbeit besticht durch ihre besondere Reflexionstiefe, überzeugend auch ihre Auseinandersetzung mit der Rolle der Medien. Der zweite Platz in der Kategorie 8. bis 10. Klasse. Den zweiten Preis bekommt eine Arbeit, die sich mit dem Thema Klima beschäftigt. Hier geht es insbesondere um den Aspekt der elektrischen Mobilität. Der Preisträger besucht das Gymnasium Riedberg und dort die Klasse 8e. Seine Arbeit trägt den Titel Klimaschutz durch E-Mobilität. Und den zweiten Preis gewonnen hat Alexander Maus. Das Urteil der Jury. Der Schüler geht sehr strukturiert vor und formuliert eigene Standpunkte zu den ausgewählten Artikeln. Aufgefallen sind auch die kreativen Elemente in der Arbeit, wie zum Beispiel ein fiktives Interview, Grafiken und ein Kreuzworträtsel zu den Artikeln. Der erste Preis in der Kategorie 8. bis 10. Klasse. Mit dem ersten Preis in dieser Kategorie wird eine Arbeit ausgezeichnet, die sich ebenfalls mit dem Thema Corona beschäftigt. Die Schülerin behandelt dabei insbesondere den Aspekt, welche Folgen das Virus für die Gesellschaft hat und wie die Menschen darauf reagieren. Die Gewinnerin geht in die Klasse 8c, abermals des Gymnasiums Riedberg. Ihre Arbeit trägt den Titel Gesundheitsskandale, gerechtfertigte Reaktionen der Bürger am Beispiel des Coronavirus. Die Gewinnerin des ersten Preises in der Kategorie 8 bis 10 ist Maja Dragisic. Das Urteil der Jury. Es wird deutlich, dass sich die Schülerin intensiv mit den Artikeln beschäftigt hat. Darüber hinaus überzeugt die Arbeit durch viele kreative Elemente, Collagen, eigene Zeichnungen, ein Quiz zum Thema, Interviews und ein Kreativrat gegen Langeweile. Beeindruckend ist auch die sehr gute Abschlussreflexion. In jedem Jahr zeichnen wir eine Arbeit aus, die uns nicht nur inhaltlich begeistert, sondern auch kreativ überzeugt. Mit dem Kreativpreis wird eine Schülerin ausgezeichnet, die sich mit dem Thema Donald Trump beschäftigt hat. Besonderer Clou dieser Arbeit: Die Schülerin findet einen roten Faden, den sie sowohl inhaltlich durchhält, als auch gestalterisch umsetzt. Am Schluss führt sie sogar ein fiktives Interview mit Trump, in dem sie ihn treffend antworten lässt. Die Kreativpreisträgerin in diesem Jahr besucht die Klasse 6b am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium. Es ist Greta Kraft mit ihrer Arbeit zum Thema Donald Trump, America First. Urteil der Jury: Eine außerordentlich kreative und gut umgesetzte Langzeitarbeit, strukturiert und meinungsstark. Hashtag Meine Zeitung 2020 heißt der digitale Sonderpreis, den wir in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. 11 Arbeiten haben uns erreicht, darunter Erklärvideos, digitale Präsentationen und sogar ein Comic. Den digitalen Sonderpreis bekommt in diesem Jahr ein Erklärvideo zum Thema Coronavirus und Quarantäne. Entwickelt und produziert von Tiam Jafari vom Gymnasium Riedberg, Klasse 8F. Herzlichen Glückwunsch! Das hätten wir uns vor 4 Wochen alle nicht vorstellen können. Ich erkläre euch jetzt, wie es in Deutschland dazu kommen konnte.
Das Urteil der Jury: Das Video ist herausragend mit einem modernen Erzählstil und nimmt Bezug auf FAZ-Artikel. Inhalt und Bild sind passend kombiniert. Wechsel und Schnitt sind professionell umgesetzt. Nice. Das waren die Nominierten und Preisträger des Jahrgangs 2020. Eines ganz besonderen Jahrgangs. Durch Corona konnte das Projekt nicht so stattfinden, wie wir es gewohnt sind und wie eure Lehrer es zum Teil gewohnt sind, sondern ihr musstet euch wahrscheinlich sehr vieles selbst erschließen, mit kleinen Handys, mit dem Computer, mit dem Laptop, wie auch immer. Ihr habt es toll gemacht. Wir sind total stolz, dass so viele so tolle Arbeiten eingeschickt haben. Und die Preisträger sollen etwas Besonderes bekommen. Wir haben uns etwas Schönes überlegt für jeden. Und die Lehrer werden das im Rahmen dieser kleinen Feier mit dem Film euch dann übergeben, wenn das so klappt mit euren Gruppen. Ansonsten muss es vielleicht per Post zugestellt werden. In jedem Fall wollen wir euch allen danken, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr dabei wart, dass ihr so fleißig gesammelt habt, euch schwierige Artikel erschlossen habt und einfach ganz toll in diesem Projekt mitgearbeitet habt. Das ist nicht selbstverständlich und dafür habt ihr euch einen großen Applaus verdient. Ganz besonders wollen wir auch den Lehrkräften danken. Wir wissen, dass es in normalen Jahren schon nicht leicht ist, dieses Projekt noch zwischen allen anderen Lehrplaninhalten unterzubringen, die Schüler zu motivieren, immer wieder gute Ansätze zu finden, die zum Teil komplizierten Themen sich zu erschließen. Das ist sowieso eine tolle Leistung, aber unter den gegebenen Bedingungen war das einfach noch mal eine ganz besondere Leistung. Darum haben wir dieses Jahr auch nicht einen Lehrerpreis zu vergeben, sondern wir haben gesagt, wir möchten allen Ihnen unsere Anerkennung geben, eine kleine Aufmerksamkeit, vielleicht ein Anreiz, auch weiter mit der Zeitung zu arbeiten, unseren FAZ-Lehrerkalender mit vielen Tipps und Hinweisen auf das, was man mit der Zeitung sonst noch machen kann. Er soll Sie begleiten durch das Schuljahr und durch den Sommer noch ein FAZ-Digital-Abo, was vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung bringt. Das wäre schön, wenn wir Ihnen damit eine kleine Freude machen können. Das würde uns besonders freuen. Wir danken Ihnen. Weil es trotz aller Corona-bedingten Schwierigkeiten gelungen ist, auch in diesem Jahr wieder ein paar Artikel zu schreiben von einigen Klassen und einzelnen Schülern, weil wir ja die vielen schönen Klassenfotos von euch haben, wollen wir auch in diesem Jahr wieder die Sonderseiten zum Projekt machen, in denen dann nochmal alles nachzulesen ist, alle Preisträger, alles, was sonst mit dem Projekt zusammenhängt. Die erscheinen am 24. Juni und werden in die Schulen geliefert, wo ihr sie abholen könnt oder sonst gegebenenfalls auch in digitaler Form bekommt. Wir wünschen euch viel Spaß damit und danken nochmal allen Lehrern und allen Schülern ganz besonders herzlich, dass ihr mit so viel Engagement bei diesem Projekt dabei wart.